Hallo meine Pokéfreunde, Pokénenten, willkommen zu einer neuen Folge von SpongeBob. Wir sind hier im Graben stehen geblieben und ich bin schon ein bisschen gehypt für diese Folge. Wieso, das kann ich euch später erzählen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal wieder an in diesem Level. Welches sich nennt Rennt, Männer, Rennt. Oh Gott, was wird das? Oh yeah, das ist ein geiles Level, das kann ich euch sagen, denn es ist so cool aufgebaut. Diesmal haben wir unser Boot verloren, aber wir brauchen's nicht. Wir haben ja auch gesunde Beine, mit denen wir rennen können. Lololololol und springen können wir auch. Yeah, 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 yeah. Aus irgendeinem Grund sind Roberta wieder weg. Scheiße. Mann, Alter, ich verliere noch, wenn ich nicht aufpasse, was ich hier mache. Das darf nicht wahr sein. Leute, wir schaffen das hoffentlich. Yeah, 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 yeah. Oh, shit, vielleicht auch nicht. Ja, yeah, das war easy. Get Rack Loop. Lolole, okay, was habe ich eigentlich? Ich weiß es immer noch nicht. Aber wir sind. Yeah. Ah Gott, das war schön. Das war schön. Ich muss das rauslassen. Tut mir leid, Leute. Es war schön. Ich habe das jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber das war schön. Das war schön. Was? Ja, und jetzt sind wir beim Boss dieser Welt: Dennis. Der Rüpel. Dennis ist so eine Art Auftragskiller von Plankton, das kann ich euch sagen. Das ist ja. Der ist so gruselig. Jemand sehr Mächtiges hat mich gesandt, um euch beide auszulöschen. Du gehst besser zur Seite, denn du sprichst mit zwei sehr mächtigen Männern. Wir wollen dir nicht wehtun. Ja, schau dir nur unsere Schnurrbärte an. Ihr meint diese falschen Seegras-Schnurrbärte? Oh mein Gott, wie gemein er zu mir ist, Alter. Was mach ich denn jetzt? Was macht der? Oh. Hör, was muss man machen? Ich verstehe den Boss nicht. Jetzt! Nee. Okay, das hab ich nicht verstanden. So, was mache ich? Der springt. Und dann springe ich auf ihn. Nein? Jetzt? Ja! Okay, ich muss richtig springen. Ich habe anscheinend falsch gesprungen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie das ging. Hä? Also, was? Wo bin ich? Hä? Wie ist das so passiert? Stimmt, er springt hier erstmal ein paar Mal und jetzt. Nein! Er springt mehrmals! Boah, ich verstehe diesen Boss irgendwie nicht. Okay, warte. Zweimal und dann springt. Bam. Okay, okay, gut. Jetzt sage ich mal, der springt dreimal. Richtig, oder? Ja. Yep. Nice. Okay, er springt ja wahrscheinlich viermal. Okay, okay. Ja, jetzt hab ich's. Okay, ein paar Deaths. Die kann ich mir erlauben, vor allem wegen Safe States. Boah, bin ich lustig, oder? Mit Safe States. Und bam, damit haben wir ihn. Yeah. Er hat keine Chance. Ich werde euch beide auseinandernehmen. Was? Oh. Größerer Stiefel. Oh nein. Der große Stiefel. Es sind die Zyklopen! Oh nein, er ist hinter uns her! Oh Gott, oh Gott. Die Zyklopen, Leute! Der riesige Stiefel! Oh mein Gott, ich krieg gerade einen Herzinfarkt. Ein fucking riesiger Stiefel. Was ist das? Lass mal kurz gucken, ob wir was Neues kaufen können. Yeah. Nein, kommen wir nicht. Ich kauf uns mal ein One-Up und gehe wieder. Yeah. Ja, so, tschüss. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde, nachdem ich den Endboss durchgespielt habe, ich werde auf jeden Fall ein Safe Set machen, bevor ich den bekämpfe. Und wenn wir das Let's Play durch haben, werde ich mir auf jeden Fall noch eine extra Folge machen, wo ich alle Secrets hier finde und so geht in das Spiel auf 100% schaffe. Also seid gespannt. Und jetzt die fünfte Welt. Muschelstadt. Das ist Shell City, Leute. Ich nenne es auch Shell City und nicht Muschelstadt. Die scheiß deutsche Übersetzung. Und Leute, wir haben ja auch so einen schönen, warmen Tag heute.
Und ich glaube, das passt auch ziemlich, denn hier kommen jetzt, so wie Ben die nennt, die Lichtlevel. Und wir werden nun sehen, was wir machen müssen. Ich weiß es nämlich, ich wusste es früher nie, die Flucht. Denn, ich zeig euch das, ihr müsst... Oh, warte, das ist erstmal noch ein Rennlevel, das zeige ich euch noch, bevor wir reingehen. Ja, das ist cool. Auch wenn dieses Gebiet auch ziemlich komisch aussieht. Das sieht überhaupt nicht aus wie Shell City. Alle dachten bestimmt, Shell City ist irgendeine Stadt. Nö, es ist einfach ein Souvenirladen. Yeah, das hätte bestimmt niemand erwartet. Yeah. Ja, Mann, wir brauchen die Krone. Die ist bestimmt in Shell City. Da bin ich mir sehr sicher. Dann zurück zu Plankton und wir haben das Spiel durchgespielt. Ja, was willst du? Plankton hat keine Chance gegen uns. Das ist wahrscheinlich das vorletzte Level. Also das vorletzte Rennlevel. Glaube ich. Entweder ist das letzte oder das vorletzte. Ich hoffe, es ist das vorletzte. Ich vermisse sonst die Musik sehr. Das will ich doch nicht. Nein. Will ich nicht. Nein, die ist auch schön. Hä? Sind wir tot? Ist es... Kann es sein? Es ist... Muschelstadt Shell City! Yeah, Shell City, aber... Wie gesagt, es ist sehr heiß. Und ich zeige euch, was wir machen müssen. Flammendes Inferno. Wir müssen... sehr, sehr schnell rennen, ja? Ich meine, ihr seht da rechts diese Power da. Und wir müssen hier die ganze Zeit Wasser machen. Also, hier an den Teilen. Man muss hier einfach eine Stampfattacke, soweit ich weiß, machen. Okay, nein, muss man nicht. Also, muss man schon. Und wie kommt man darauf, dass man einfach eine Stampfattacke machen muss und nicht nur draufspringen? Wir kommen darauf, ohne Witz. Wenn wir bereit sind, dann geht's weiter. Dann müssen wir schnell rennen. Dürfen nicht getroffen werden, dürfen nicht sterben. Also, getroffen werden halt... Gut, wenn wir schlecht sind. Hä? Was ist passiert? Okay. Und jetzt. Oh Gott, der Meter, das Meter. Ah, rechts. Wenn das rechts voll ist, ganz rot ist, dann sterben wir instant einfach. Okay, ich muss mich aber ein bisschen konzentrieren, ein bisschen aufpassen. Denn die Level sind auf gar keinen Fall einfach. Nein, das sind sie nicht. Das sind sie rein gar nicht. Nö. Ach, als ob ich es gesehen habe. Weißt du? So. Okay, jetzt muss ich mich mal beeilen. Oh Gott. Nein! Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich brauch. Oh Gott, ich sterbe. Ich bin da. Oh mein Gott. Yes! Ja! Man muss übrigens nur einmal machen, eigentlich. Nur sobald das Wasser weggeht. Sobald der Regen weggeht. Das ist hier Feueralarm übrigens, ja. Und sobald das Wasser weggeht, dann. Wie soll ich das sagen? Und dann werden wir halt wieder warm. Und dann sind wir einfach tot. Das ist im Film auch so passiert, nur dass man dann sterben musste. Oder halt im Film, da starben die halt irgendwie. Aber wurden dann wiederbelebt durch die Macht der Freundschaft. Oh, das ist ein Kinderfilm, was erwartet ihr? Oh fuck, hätte ich das nicht gesehen? Oh mein Gott, ich wäre down. Hier ist noch was. Oh, Minispiel! Als ob es hier ein Minispiel gibt. Was ist das? Oh, oh, ich habe aber vieles bekommen hier gerade, oder? Ja, geil. Das ist doch richtig cool, Mann. Oh, yeah. Nice. Wir haben... Oh, fuck, ich muss ganz unten. Beeilen. Ja, runter. Ja. Runter. Oh Gott, ich dachte mir schon, ich schaff das nicht mehr, weil ich die ganze Zeit lasse. Und yeah, ein One-Up. Juhu. Okay, und sofort geht's weiter. Oh Gott, wieso wird das nicht aktiviert? Jetzt. Ich finde es so scheiße, man muss ja eine Stampfattacke machen. Ich wusste es jetzt nur, weil ich ein YouTube-Video geguckt habe, wie das geht. Ich schwöre, sonst wäre ich nie drauf gekommen. Oh Gott, ein Krabby Patty. Oh, lecker, ein Krabby Patty. Okay, jetzt müssen wir rennen. Nein. Das, oh, ich wollte schon sagen, da unten wären wir gestorben, wenn wir da runterfallen. Oh ja, Feuerlöscher. Feueralarm meine ich. Feueralarm, wir brauchen Wasser.
bitte, wir brauchen es dringend. Gott, mach, okay. Okay, go. Und wir haben es durch, das erste Level. Oh mein Gott, ich bin noch nie so weit gekommen. Alles, was jetzt kommt, ist blind. Komplett blind. Das sage ich euch. Oh, ich fühle mich so cool, so gut, dass ich das geschafft habe. Oh mein Gott. Oh. Männerhände. Interessant. Yeah. Oh, und das gleiche Schema. Und das machen wir das ganze, die ganze Welt lang. Ich glaube aber, in der nächsten Welt ist es dann nicht mehr so. Oh Gott. Ja, in der nächsten Welt wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so sein. Aber trotzdem. Ich finde das krank, ehrlich gesagt. Fuck. Ja, ich renne nochmal zurück. Ich habe zu viel Angst. Ich traue mich das nicht. So, noch ein bisschen Wasser machen. Ein bisschen Regen. Yeah. Aua, das hat weh. Ach. Ja. Geil. Ich glaube, jetzt sterben wir. Ja. Nice. Geil. Nein, eigentlich nicht. Und Bams. Aber ich hatte früher, ich muss euch sagen, früher, ich bin beim Level gehängt, hab das nie geschafft, wie gesagt. Und früher, ihr müsst einfach wissen, was ich gemacht habe. Ich hatte 60 One-Ups. Ich bin kaum gestorben in dem Spiel. Und ihr wisst ja gar nicht, was passiert ist. Dann kam dieses halt, das eine Level. Und oh Gott. Bei dem Level, da habe ich alle One-Ups wieder verloren. Alle. Und ich sterbe schon wieder, what the fuck. Also so langsam wird's unlustig. Ich mach's auch lieber in Safe State zur Sicherheit, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass da irgendeine Scheiß passiert, ne? Ich will einfach nicht Game Over gehen, deshalb mache ich das. Und nicht, weil ich denke, ich bin ziemlich schlecht, okay? Als Kind war ich viel besser in dem Spiel, aber ey, komm, ich hatte es ewig nicht mehr gespielt. Ich bin auch ewig nicht mehr so weit hierher gekommen, wenn ich das mal gespielt habe. Weil es schon ziemlich schwer ist. Und da lässt mich irgendwie immer treffen. Keine Ahnung. Also jetzt kommen wir jetzt gerade. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Habt ihr gesehen? Oh mein Gott. Oh. Ich krieg da so Angst. Ach Mann. So, und jetzt. Und jetzt durch. Am besten hier hoch. Ja. Und sobald ich sehe, sofort hin. Ich bin falsch, oder? Lieb ich nicht. Oh mein Gott. Yes. Nice. Ach, was ist das denn hier für eine Passage? Hä? Soll man das machen, was ich mache? Also, ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Aber, gibt es was? Das ist mein Tod. Geil. Und da seht ihr, wir sind verdunstet, glaube ich. Ich glaube, wir sind verdunstet. Ich bin mir aber nicht sicher. Hatten wir einen Kontrollpunkt? Hatten wir nicht. Fuck. Ich könnte das Spiel übrigens auch einfach so spielen auf meinem Game Boy Advance. Der Grund, warum ich es aber nicht mache, liegt daran... Bitte. Okay. Das liegt daran, weil ich nicht weiß, wie ich es aufnehmen soll, weil ich brauche ja dafür irgendwie eine Capture Card oder so. Ich meine, für einen Game Boy Advance, wie soll ich das aufnehmen? Einen fucking Game Boy Advance, wie soll ich den aufnehmen? Ich will nur runter. Okay, hier muss man immer rennen. Da darf man nicht stehen bleiben. So. Sonst wird man getroffen. Das habe ich jetzt auch gecheckt. Oh Gott, habt ihr gesehen? Ein Meter noch und wir werden down. Diesmal werden wir es aber hoffentlich schaffen. Ich werde mir viel mehr Mühe geben, dass wir das Level jetzt schaffen. Komm, sei leise. Und bams, weiter geht's. Ach so! Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst, oder? Das wusste ich doch gar nicht. Oh nein, das wusste ich nicht. Wir müssen hier runter. Wir müssen. Nein, ich hab's zu spät gescheckt. Nein. Ich hab locker irgendwo was verpasst. Aber ich habe irgendwo bestimmt so ein Ding verpasst. Ich weiß aber nicht wo. Und das kann auch irgendwie gar nicht sein, dass ich irgendwas verpasst habe, wenn ich ehrlich bin. Wo soll ich denn was verpasst haben? Hier, geht's weiter? So, bams. Aber wo dann? Soll ich jetzt einfach weiter hier in die Richtung gehen? Kann ja irgendwie nicht sein. So, hier kriege ich das Item, dann kann ich hier hochlaufen, ne? Ist ja klar.
Gut, aber finde ich hier irgendwo oben was? Irgendwie ja nicht. Ja, ich bin down. Wo ich feststellen muss. Ja. So, bitte schaffe ich das jetzt. Also hier oben, so, dann hier hoch. So, ich glaube jetzt. Man kann hier hochspringen, anscheinend aber nicht. Wenn ich jetzt aber schnell genug bin, vielleicht schaffe ich es sogar noch. Ich glaube aber nicht. Oh Gott! So, Leute, okay. Ich weiß jetzt auch, wie das geht. Man muss einfach nur sehr, sehr schnell sein. So. Und ganz, ganz schnell. Man muss nämlich wirklich unten krabbeln. Ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Bei mir ging es nicht. Was man machen muss, man muss sehr schnell sein. Sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Und jetzt! Oh mein Gott, gerade noch so geschafft. Oh mein Gott, genau so geht das nämlich. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Ich weiß nicht, was passiert. Und da war ein Leben, aber ich konnte sie aufnehmen irgendwie. Aber egal, einfach weiter. Fuck. Wir sind tot. Nee, wir müssen nach unten, fuck. Nein, 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 bitte nicht. Oh Gott, das war knapper als zuvor. Oh mein Gott. Okay, jetzt hier runter. Und dann, ach, geradeaus abbiegen. Schätze ich jetzt mal. Als ob! Okay, Leute, 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 was ist das hier? Oh Gott. Das ist aber lustig hier. Und wir sind durch mit dem Level. Gott sei Dank, ich saß hier jetzt 10 Minuten an dem Level. Oh, danke, Safe State. Sonst wäre ich jetzt Game Over, was? Nee, okay, welches? Ich aber, ich wäre fast. Oh Gott, traue ich mich noch ein Level? Komm, wir trauen uns auch das letzte Level. Das letzte Ungeheuer-Level. Schimmernde Krone, oh Gott. Ich werde ganz kurz ein Safe State machen, tut mir leid. Ich kann mir sonst nicht geben, ich sterbe hier sonst. Das müsst ihr verstehen, Leute. So, sowas passiert sonst. Das ist aber das, soweit ich weiß, ist das hier das letzte Level, das so funktioniert. Was war das denn jetzt für ein Bug? Pff, Betrug. Ach komm, da muss man sich doch treffen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Gut, ich war jetzt auch hier jetzt gerade eben schlecht. Okay, komm. Ja. Okay, okay, okay. Ja. Yes. Nein. Yes. Hier. Nice. Okay. Ach. Ich lasse mich mal von allem treffen. Diese Level sind Schrott. Jetzt run. Run. Scheißball. Geh aus dem Weg. Was? Was zum Teufel? Was soll ich tun? Über den rüberspringen! Ich glaube! Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes! Nice! Wir sind weiter. Oh mein Gott, Leute, wir sind weiter. Ihr werdet auch bestimmt viele Cuts sehen. Das liegt daran, weil ich einfach oft faile oder einfach irgendwelche Sachen rausschneiden möchte. Oh, komm, raus. Und das war nicht gut. Gut genug. Nö. Nein, da nicht. Oh Gott, bitte, bitte. Yes, es hat ausgereicht. Okay, okay, gut, 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 gut. Oh mein Gott, schaffe ich's? Ja. Oh, Essen, nice. Heilung. Oh mein Gott, immer wenn diese rote Balken kommt, ich hab so Schiss. Dass ich jetzt abkratze, weil ich zu langsam bin. Ohne Scheiß, das habe ich jedes Mal, wenn ich sehe. Und das werde ich jetzt auch. Oh mein Gott, nein! Alter. Yes! Ich habe manchmal Angst, dass ich daneben treffe und dann boom, Game Over. Das war natürlich richtig scheiße, muss ich sagen. Aber ich stelle mich auch ein bisschen scheiße an. Ich meine, klar, ich spiele mit Tastatur, da kann man mir noch ein bisschen entschuldigen. Aber trotzdem, so scheiße muss man jetzt auch wieder nicht sein. Oh mein Gott, wir sind durch. Oh mein Gott. Oh, Jesus Christ, thank you. Oh mein Gott, wir sind durch. Leute,
Ich muss mir von diesem kranken Scheiß erstmal erholen gehen. Oh, Leute. Ich muss gehen. Haut rein. Ich werde jetzt erstmal meinen Teddybären holen und mich ausweinen. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.